Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu LS15 auf der Ackendorf-Map mit dem Randy. Wechsel Spaß und Freezy. Moin. Hallo. So, und ich düse jetzt hier gerade mal zu dem alten Sägewerk und schau mal, was uns das kostet. Das neue wird uns nämlich 217.000 kosten. Und das ist ja das, wo wir zuerst investieren wollen, meine lieben Freunde. Ja, dass wir Paletten und so einen Quark herstellen können, weil das brauchen wir nämlich alles. Einen Moment, ganz kurz. Hast du, Pixel, das den Hänger schon nach oben gebracht? Nee, habe ich noch nicht. Okay, wo ist er denn? Dann mache ich das eben schnell. Ja, der habe ich hinten dran. Achso. So, wo soll ich jetzt hin? Auf welches Feld? Nimm den anderen, die Deichsel da. Ja, dann die Frage, wie komme ich da? Warte mal, wie komme ich denn da hin? Danke für die Antwort. Du hast einen Aufwand. Was hast du denn gesagt, Pixel? Auf welches Feld? Ich soll 3 und 4 nehme ich an, ne? 3, 4 und 6, so wie es aussieht. Ja, hat er nicht gerade gesagt 6? Feld 6? Ja, das es ist jetzt. Feld 6. Was uns nicht gehört, wo Raps drauf ist, was wir ernten können. Ja. Das alte Sägewerk ist hinten irgendwo eine Auffahrt, die von der Straße ja, geht. Ja, das Problem ist, selbst die Auffahrt ist noch nicht da. Oh. Das ist ja geil. Ist die Auffahrt warte mal. Ach nee, warte, hier ist er, okay. Hab's ja doch gefunden. Aber sehr cool gemacht hier. So, warte mal, das ist ach, Sägewerk. Was denn schon wieder? Was stöhnst du denn schon wieder rum? Da, mein scheiß Drescher hängt fest. Komm und schieb dich da raus, einen Moment. So, was haben wir jetzt hier? Hier ist ein Zug. Ach, hier ist der Zug? Okay, stimmt, den haben wir unten nicht, den Zug. Aber es küsst's. Das wäre jetzt so mit Zug. Moment. Was ist denn das jetzt alles noch? Achso, hier ist die Entladefläche vom Zug. Die haben sie eingezäunt. Sehr schlau. Hier ist ein bisschen Lager. Lager. Ups. Also das alte Sägewerk ist nur der Zug, so wie es aussieht. Also nur eine Abladestelle. Also nur eine Abladestelle zum Holz verkaufen, ja. Mhm. Gut, was kannst du hier noch verkaufen? Ist ja nicht nur Holz, oder? Huch. Hä? Lol. Komm mal prüfen. Rübergebackt. So, und das kostet wunderbare 317.000. Wow. Das ist günstig. Dann lieber das erste. Ja, hier ist der Sprecher, ach, der Auktionator. Ja, gut, also das Sägewerk wäre dann quasi für Zug und so weiter und so fort. Genau. Wenn wir quasi Holz verkaufen wollten. Okay. So, warte mal, dann. Wir fahren jetzt gerade den anderen Anhänger hin, ne? Ich habe ihn gerade hier bei Feld 6 stehen, ich suche gerade nur Pixel. Komm mal gerade, bin hier jetzt am Ernten. Da hinten, ja, ich komme mal. Musst du es da nicht hinstellen, ich kann dann gucken, wo es steht, also mach dir da keine Gedanken. Okay. Dann da wäre jetzt gerade erst angefangen. Ich fahre ja jetzt drumherum und dann sehe ich auch, wo es stehen könnte. Ja. Boah, ich hasse Deichsel, ey. Mann. Ja, rückwärts fahren, da muss man ein bisschen üben. Das hat nichts mit Üben zu tun, das ist einfach random, wie das Ding sich hin und her bewegt. Nee, eben nicht. Bei der Deichsel schon. Musste das Ding damals 90 Grad um die Kurve rückwärts rumschieben und dann musste das der Anhänger und die Zugmaschine maximal 30 cm vom Bordstein kerzengerade dastehen bei meiner Fahrprüfung. Deichsel, also Drehschäbel. Das war hart. Oder rückwärts an die Rampe ranfahren, das ist auch sau beschissen, ey. Mit so einem Ding. Aber na egal. Ist wie gesagt nur Übungssache. 6 Wochen geübt, dann Fahrprüfung gemacht, danach nie wieder gekonnt. Bunt. Oder? Ist halt so. Weil wenn du dann nicht auf so einem Bock jeden Tag sitzt und auch fährst, ja. Dann ist das so schnell auch wieder verlernt. Also verlernt in dem Sinne nicht, aber dann ist die Übung halt weg einfach. Das ist halt was. So, wir gucken uns mal ein kleines Gimmick an. Das werde ich den Jungs jetzt hier auch gleich noch verraten. Die können dann mal meinen Drecker switchen, wenn es soweit ist. Das habt ihr mir nämlich ans Herz gelegt. Sollen wir mal einen Blick drauf werfen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wo das denn hier ist.
Hier müssten wir. Hier geht's nicht rein. Okay. Blöp. So, aber wir waren ja das letzte Mal stehen geblieben hier mit so ein bisschen Technik gelabert, CPU, Hardware, Grimmskrams und so weiter. Genau. Und es ging darum, ob das wirklich luftgekühlt ist. Und natürlich ist es luftgekühlt. Naja, aber wenn ihr auch euch, wassergekühlt sein. Wenn ihr euch, ja. Aber wenn ihr euch mal den großen, also diesen, ihr müsst euch das ja so vorstellen. Früher, das ja, oder auch heute, wenn du so einen Standardlüfter holst, diesen Boxlüfter, dann ist da nur ein Mini-Kühlkörper und auf dem sitzt eben dieser Lüfter. Wenn du dir allerdings einen modernen Lüfter suchst, sowas Großes, der wiegt bis zu 1,4 Kilo, glaube ich. Bei dem ist es natürlich so, klar, der Lüfter da drauf kühlt das Material. Aber das Material an sich, dadurch, dass es so eine große Oberflächenstruktur hat, eine große Oberfläche an sich, deshalb hat das auch diese Rippen, kühlt natürlich extrem gut. Und das nutzen zum Beispiel auch passiv gekühlte Rechner aus. Die haben einen noch größeren Kühlkörper teilweise. Und da sitzt dann kein Lüfter mehr drauf. Aber im Grunde wird natürlich die Wärme verteilt auf ein großes Stück Metall. In dem Fall Metall. Und dadurch, dass das eben so eine große Oberfläche hat, kühlt das natürlich auch leichter wieder ab. Ne, es wird aufgeheizt vom Prozessor und das Ding an sich verteilt die Wärme im Raum sozusagen. Wohin fährst du, sagst du damit? Achso, halt, das gehört ja uns nicht, ja. Das gehört uns nicht. Okay. Okay. Steckt mal bitte meinen Traktor. Okay, das ist sehr nice. Wo bist du denn? Hier oben. Ihr seht ja meinen Namen, oder? Ja, da ist hier der Turm. Schloss Einstein. Müsst ihr hier oben hier die Treppe aus dem Berg hoch und dann hier rüberlaufen. Hier. Der Anstieg, ja. Naja, beim Wandern kriegt er mal Lust, wie das Lied damals war. Ja, Lust kriegt er gleich auch noch woanders hier. Kriegst du auch da? Warte mal, muss gucken, wo du bist. Das FSM-Modding-Team hier. Die versauten Boys. Ne, warte mal, komm mal raus, René, komm raus, nicht mal. Komm raus. So. Ist hier die Rakete? Wo ist Pixel schon? Ey, wenn es um die Weiber geht, nicht, ne, der ist schwul. Ich suche euch. Mach eine Wette, der ist schwul. Sind wir der Letzte, wenn es um Frauen ganz geht. Ganz schon mal dich bereit machen. Wenn da jetzt Sarah stehen würde, dann wäre er schon hier. Pixel, wo bist du? Hier, da steht ein Vibe. Ach so, wir sehen dich nämlich nicht. Okay, da oben steht Schnecki. Die ist heiß, oder? So, wartet, bleibt hier stehen, ihr müsst hier stehen bleiben, ja? Seht ihr die? Okay, komm mal bitte auf. Hier rein. Nein, du sollst nicht da rein, du sollst dich draußen hinstellen, verdammter Mann! Okay. Mach doch nicht mal alles kaputt! Hör doch einfach mal auf mich! Nur einmal bitte! Ja. Seht ihr draußen? Okay, pass auf, jetzt ist. Party! Ja! Party, Junge! Hier steht die Pizza! Hier steht die sind ja. Oh Gott! Du hast aber gesehen, dass das Geld kostet, ne? Das war Vorschau. Ach so. Das ist ja nur die Vorschau. Das kannst du freischalten für 49.000. Ey, hier sind ja noch mehr Nackte. Na, Junge, hier ist richtig Party. Ich geh fest, Alter. Was macht er hier eigentlich? Warte mal. Schöne Silvestersche. Warte mal, ist hier drüben noch irgendwo was? Das ist einfach nur ein Typ, der, keine Ahnung, die Animation hat, wollte er seine Beats umfassen mit dem FSM. Das ist der. Oh, ist das geil, oder? Alter, das müssen wir als erstes kaufen, ohne Scheiß. Ob YouTube das mag, wenn da Nippel sind. Ach, das sind virtuelle Nippel, die sollen sich nicht immer einscheißen wegen jedem Rotz. Ja, sind halt Amis halt, ne? Das ist wirklich geil. Aber schöne Musik, sagt mir irgendwas. Das ist doch mal geil, oder? Spiel mir das Lied vom Tod. Aber halt als Remix, oder? Ich hab die Musik, glaube ich, komplett aus. Liebes FSM-Team, ich verneige mich vor euch. Ich ziehe alle meine Hüte, die ich habe. Ihr seid bestimmt die krassesten Modder des Planets. Für mich seid ihr absolut meine Lieblingsmodder und absoluten Favoriten. Und ihr seid einfach die Besten. Damit habt ihr mich voll gecatcht. War bestimmt Chefkoch seine Idee. Könnte sein, ja. Also wenn es deine Idee war, du bist unser Mann. Du warst ein Stein im Brett.
Chefkoch wollten wir doch eigentlich auch mal einladen, oder? ging allgemein mal drum, FSM mal einzuladen. Ja, also natürlich nicht nur Chefkoch, sondern FSM, wer eben Lust hat von euch, vom Modding-Team. Ihr seid immer gerne eingeladen bei uns, wenn ihr Bock habt. Ich muss bei Chefkoch leider immer wieder an den Chefkoch aus South Park denken. Vor allen Dingen das Beste ist, wir können euch ein bisschen ausquetschen über die Map, wie ist so die beste Strategie hier und alles, das ist ja auch ganz nice. So, ja, du fährst wie ein Raudi, ey, du bist unmöglich. So, ich komme jetzt zu Feld 6 mit dem Anhänger. Auch, ja, zur Raudi-Szene. Brauchen wir den noch überhaupt bei Feld 6? Den was? Anhänger? Ja. Genau, da steht ja mit der Deichsel dort. Der steht mit der Deichsel da. Ja, dann zwei brauchen wir, glaube ich, nicht. Der Weg zum Hof ist ja echt kurz. Ich kann gar nicht stehen sehen mit der Deichsel. Also, ich bin sie abgestellt. Ja, ja, ich hab trotzdem nicht gesehen. Muss gleich nochmal gucken. Ja, also Leute, ohne Scheiß, ne? Das war jetzt schon mal ein bisschen dann. Hat's dir auch gefallen, Pixelino? Ja, ja, es ging. Mann, ey. Ich sage euch, wenn ich so ein reicher Schnösel wäre, wenn ich so viel Kohle hätte, boah, wenn ich hier Millionen. Alter. Ich würde definitiv Partys feiern, die unvergessen bleiben. So. Ohne Witz. Und in den Aufnahmen werden immer zwei Weiber hinter mir am Tanzen. Wie geil ist das denn? Immer zwei so Bikini-Weiber. Oh, Alter. Da wird schon einen in die Fresse hauen, Junge. Weil dann, hier würden ja alle bei dir gucken. Nein, aber das ist schon nice, ne? Das ist schon geil. Und Pixel, was würdest du machen, wenn du Geld hättest? Dir ein 5-Liter-Auto kaufen? Genau. Aber das... Was denn du wieder? Jetzt hast du schon wieder was angefangen. Ja, jetzt können wir wieder... Gesagt. Tino, jetzt können wir wieder 4 Folgen nichts Gescheites schaffen. Tut mir leid. So wollte ich es gar nicht. Und ihre erste Amtshandlung. Ich guck mich verblüfft aus. So, jetzt hast du mal einen schönen Lupo. Warte. Nee, warte mal, weißt du, was war denn das Auto mit dem grünen... Ja? Treib's doch noch auf die Spitze. Sag's doch gleich, ein 5 Liter veganes Auto, wie du es immer so schön sagst. Was mit Salatdressing fährt. Ja. Nein, aber was war denn dieser Lupo? War das ein Lupo oder was war das für ein Auto mit diesem... Das war ein Lupo mit 3 Liter. Grünes 3L stand da hinten drauf, ne? Ja. Also 3L in grün stand da hinten drauf. Aber weißt du, wie sie das bewerkstelligt haben? Sie haben aus dem Auto alles ausgebaut, was Gewicht haben könnte. Das auf Ding, dem Motor. Nee, aber zum Beispiel, der hatte keine elektrische Fensterheber. Der hatte, innen drin war das Ding sowas von basic. Kennst du diese Rennautos? Die hier von die amerikanischen, diese, wie heißt sie denn? Die NASCAR-Dinger. Da ist ja alles rausgenommen. Da ist ja nur noch dieser, diese Stützbügel sind da drin und es ist nur ein Sitz drin und der ist auch aus Plastik, dass es ja leicht ist, weißt du? So musst du dir den vorstellen. Das also Klima kannst du auch vergessen, Selfdage. Ja, ja, also, da war nichts drin. Ja, ja, lass. Im Sommer ist ja angenehm. Ja, im Sommer super angenehm. Aber du hattest 3 Liter Verbrauch. Das ist ja das, was das Wichtige, ne? Hat der wenigstens Leistung? Keine Ahnung, Leistungstechnisch? PS? Nee, 50 glaube ich. So 50. PS. Ja. Im Motor kannst du auch nicht mit dem Zündschlüssel starten, du musst hinten zwei anschieben, musst einen Gang reinmachen, die Kupplung schnippen lassen. So ungefähr, also ja. So, wir ernten dann ja bestimmt Feld 3 und 4. Der wird gut. Frage. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was schauen, wie man nämlich am besten das CCM... Brauche ich den Anhänger doch nochmal. Wie man am besten das CCM aus dem Silo bekommt. Oh, Maismehl voll. Siehst du? Gut, dass ich es gerade sag. Woher weißt du, dass ich hier bin? Hä? Was? Und wer von euch weiß noch, was CCM heißt? Da haben mir ganz viele Leute in die Kommentare geschrieben. Das fand ich auch super süß. Ja, habe ich auch gelesen. Warte mal, da... Das ist kein Stoß. Corn Cob Mix. Ja. Dafür steht CCM. Ja, aber was ein bisschen Stoß ist, ist CCM für Kubikmeter. Ach so. Wer hat das denn gesagt? Ja, das stand bei mir in den Kommentaren. CCM ist gleich Kubikmeter, also CM hoch 3. Ja, das stimmt. Also ja. Ja, das ist so, das ist korrekt, aber
Hier ist CCM eben dieser Korn-Mais-Mix, ne? Und nicht genau. Kubikmeter gemeint. Ne? Benny, switch mal eben hier meinen Trecker. Warte mal kurz. Oder Tino oder wer auch immer. So, jetzt bräuchte ich. Warte mal, ich switche. Ja. Guck mal hier, wenn du hier und dann R drückst, was ist das? Ja, das sind die Infopanels. Das sind Missionen. Das hast du standardgemäß im Spiel mit drin, also original im Spiel mit drin. Da kannst du Missionen machen und dir Geld verdienen. So, okay. Aber sind die hier angeschaltet, die Missionen? Nee. Doch, angeschaltet sind die schon, aber... Also du könntest jetzt zum Beispiel eine Eierpalette transportieren, wenn du die jetzt annimmst, dann kriegst du einen Punkt auf der Karte. Dort steht die Eierpalette, dann fährst du mit dem Frontlader, oder hier eine Getränkepalette, fährst mit dem Frontlader hin, schnappst sie dir, hast 10 Minuten Zeit, die an den anderen Punkt auf der Karte zu bringen, kriegst du für 1300. Ich meine, so für zwischendurch vielleicht mal so eine Mission machen, gar nicht so doof, aber mich würde erstmal was anderes interessieren. Was hatten wir denn jetzt für Frontlader gleich nochmal? Hier, der Klaus. Krieg ich den mal? Bin schon dabei. Ich will schon rein. Ah, lol. Das ist nice. Das war der, der halt inne den Frontlader an- und ausschalten kann, was man jetzt auf Hofbergmann, was der nicht kann. Kannst du mal den Anhänger bitte noch weiter nach links fahren? Weil dann kann ich hier mal in einem Zug rum und gleich draufhauen. Warte, ich fahr mal so rum, dass du weißt, wohin. Da, am besten. Genau. Was? Stück vor, ja. So, und dann können wir das gleich mit Silo drücken kippen und dann geht's scharf. Huch. War eng gebaut hier. Aber eng ist ja gar nicht so schlecht. Gefühl sie? So, einfach, ja. Eng ist gut. So, aber meine lieben Freunde, wir sind natürlich auch schon wieder fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da, schreibt uns einen netten Kommentar, da freuen wir uns immer. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Melon. Tschüss. Metal-Mode. Tschüss.